Und wir machen direkt weiter mit einem der wohl schönsten Konzerte, die der Landschaftspark Duisburg-Nord so zu bieten hat. Das Taschenlampenkonzert geht bald in eine nächste Runde im Oktober und wir wollen jetzt einmal auf das Programm schauen. Und dazu ist natürlich die Organisatorin selbst bei mir, Monika Schamach vom Verein Du Kids. Hallo Frau Schamach. Schönen guten Abend, Frau Wiebe. Am 7. Oktober geht's wieder los. Was erwartet uns denn dieses Jahr beim Taschenlampenkonzert? Die Erwartung ist immer, wenn ich das so sagen darf, dieselbe, die gleiche, was auch immer. Weil die Kinder einfach dieses Konzert kennen und Kinder, die da sind, möchten auch immer das gleiche Programm haben. Die Band Rumpelstiel aus Berlin hat mal vor Jahren Neuerungen einführen wollen. Das hat den Kindern nicht gefallen. Die haben dann nach dem Polizisten Kai gerufen, weil da sind ja so Lieder bei, dann heißt es, hier kommt Kai und dann schreien dann so 500 Kinder von der Polizei, das ist so aufgebaut. Und wenn dann kein Kai kommt, dann sind die auch traurig. Sie müssen sich das so vorstellen wie ein Märchen. Die Kinder wollen, wenn sie Schneewittchen hören wollen, immer dasselbe Märchen hören und nicht, dass Schneewittchen jetzt mal anders abgewandelt wird. Und von daher ist das Programm immer das gleiche. Aber wir haben ja nicht immer die gleichen Zuschauer. Die werden ja auch älter und dann kommen ja wieder neuere dazu. Ja, okay. Also, ne, Ja, Tradition bewährt sich denn in dem Fall. richtig. Das Ganze ist ja auch eine Charity-Organisation oder Ja. Charity-Event. Wie hat sich das denn dieses Mal gestaltet? Das ist ja nicht immer ganz so einfach, das so auf die Beine zu stellen, oder? Nein, wir haben ja, das ist eine Benefizveranstaltung für vier Vereine, für die Du Kids. Und wir sind vier Vereine, die sich um die Belange der Kinder kümmern, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und die Veranstaltung ist nur möglich aufgrund unseres Hauptsponsors, das ist die Volksbank Rhein-Ruhr. Und wenn wir die nicht hätten, wäre es auch nicht zu so einem günstigen Preis zu stemmen. Denn bei uns kostet der Eintritt nur 12 €. Egal ob für Erwachsene oder Kinder. Und das Taschenlampenkonzert wird bundesweit sehr viel teurer angeboten. Ja, In okay. anderen Städten. Und hier ist es halt im Landschaftspark. Richtig. Eine ganz besondere Atmosphäre, dann wahrscheinlich mit den Ja. Lichtern und so, ne? Und wir haben den Vorteil, dass wir ja in der Gießhalle das Dach haben. Die Herrschaften, die jetzt zuhören und das vom Sommerkino kennen, wissen, selbst wenn es regnet, sitzt man geschützt. Und das ist so ein Vorteil, der ist überwältigend. Und der Landschaftspark zieht immer. Ja, das stimmt. Wo kann man sich denn jetzt noch Tickets sichern, wenn man hingehen möchte? Wir haben hier, wenn Sie auf die Homepage gehen, www.du-kids.de, sieht man alle Vorverkaufsstellen der Stadt, innerhalb der Stadt, auch linksrheinisch. Und ich selber verschicke kostenlos, ohne Versandkosten, die Tickets gegen Vorkasse und braucht dann aber jedes Mal den Absender, ganz wichtig, entweder per Mail oder in der Überweisung angeben. Und dann schicke ich die Bändchen, es sind Einlassbändchen, es sind keine Tickets. Diese Einlassbändchen werden dann zugeschickt. Also am 7. Oktober ab Richtig. 18:30 Uhr geht es Ja. wieder los im Landschaftspark. Wieder ganz tolle Stimmung. Wir sind schon am Ende unserer Zeit. Aber das Programm, da muss man sich einfach sich selber anschauen und auswendig lernen. Und dann kann man es jedes Jahr wieder mitmachen. Ja, Genau. so sieht's aus. Ja, vielen Dank, Frau Schamach, für das Gespräch. Danke, dass ich da sein durfte.